Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die blaue Edition. Wir sind hier vor dem Game Dungeon und sollten wirklich mal, Leute, unsere Pokémon heilen. Erstmal ins Pokémon Center. Heilen. Und dann werden wir unser Turtok ablegen. Aber nicht in Box 2. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf Nein gedrückt. Box 7. Turtok. Nehmen. Dodri. Dann nehmen wir auch noch gleich den Münzkorb mit, Leute. Und können dabei auch gleich noch eine TM mitnehmen. Heute geht's nämlich wieder nach Prismania City, Leute. Heute gehen wir wieder zum einarmigen Banditen. Mal sehen, welches Glück wir heute haben. Erstmal kaufen wir wieder ein paar Münzen. So, 3751 haben wir. Mal sehen, ob uns das Glück hold ist. Kirschen! Leider nichts. Fast. Zweimal fast. Das war nichts, aber wieder fast. Fast. Okay, wir haben anscheinend kein Glück. Dann versuche ich wieder die 7 zu kriegen. Fast. Das war nichts. Aber egal. Fast. Keine Kirschen. Nein. Nein. Wieder nicht. Fast. Aber nein. Nein. Kirschen, juhu! Fast. Fast das Pummeluff. Nein. Quapsel, juhu!
Ah, fast. Ah, fast. Nein. Fast. Fast hätte ich die 7 reinbekommen. Aber naja. Kein Diktar. Kirschen! Nein. Wieder nicht. Zu früh. Das war irgendwie auch wieder zu früh. Nein. Zu spät. Mist, ich habe was Schwarzes gesehen und gedrückt, aber es war ein Quapsel und kein Bar. Verdammt. Mann. Ach, jetzt kriege ich das Bahn in die Mitte. Und schon wieder. Mist. Da war ich wohl zu langsam. Quapsel! Immerhin etwas. Mist. Das war nichts. Fast. Oh, 300 Münzen wären jetzt schon geil, Leute. Nein. Nein. Fast. Diktar, juhu! Nein! Fast! Das war auch nichts. Nein, schon wieder! So, irgendwie muss ich jetzt die 7 einmal übersehen haben, denn sie kam danach auch nicht. Fast. Nein. Thank you.
Nein. Wieder nicht. Tick da! Fast! Oh, das ist Dicta und danach kommt das Bar, oder? Ja, danach kommt das Bar. Verdammt! Immer so knapp, Leute! Immer so knapp! Fast. Oh, das wäre es jetzt gewesen, Leute. Verdammt. Pummelhof. Wieder eins zu früh. Zwei zu früh. Mist, ich habe jetzt einfach gedrückt, ohne auf den Takt zu warten. Aber es wäre aber wieder nur um eins falsch, verdammt! Mist. Diesmal habe ich ein bisschen länger gewartet, aber es war eins zu viel. Oder zwei zu viel eigentlich. Im Vergleich zu vorher. Also ich habe zwei länger gewartet als vorher, als obwohl ich eigentlich nur hätte eins warten sollen. Aber naja. Mist. Komm. Ja, Quapsel! Verdammt! Eins zu schnell! Wieder eins zu früh. Jetzt habe ich gedrückt und die 7 ist trotzdem einfach komplett durchgerauscht. Als ob dieser Automat etwas gegen uns hätte. Aber das kennen wir ja schon. Wir haben 5, 6 Folgen. Wenn wir hier spielen, haben wir einfach Pech und dann ist mal eine dabei, da haben wir Glück. Aber bei manchen, haben wir auch weder Pech noch Glück und schaffen es trotzdem mal eine 7 oder ein Bar zu kriegen. Und die mit den 7ern, die sind natürlich am Geist. Boah, ich weiß noch, eine der ersten Folgen, da haben wir einfach 3 oder 4 mal 7 bekommen. Das war richtig geil. Und damals dachte ich ja noch, oh, Porygon, das wird, oh, Kirschen, das wird einfach, das haben wir in ein paar Folgen und jetzt kämpfen wir aber so lange und haben erst die Hälfte ungefähr. Verdammt. Thank you.
Verdammt! Wieder um eins daneben, das gibt's doch nicht. Mist, ich bin so blöd. Jetzt habe ich gedrückt, als ich die 7 unten gesehen habe. So, jetzt habe ich gedrückt, als die 7 oben war und trotzdem ist jetzt das gleiche Symbol. Die gleichen Symbole. Ist ja total blöd. Okay, die Bar ist einfach durch, ohne dass ich sie gesehen habe. Schade. Jetzt haben wir gleich 150 Münzen verspielt, Leute. Das heißt insgesamt 100 Münzen minus gemacht. Wieder um eins daneben. Und wieder um eines daneben. Verdammt, das gibt's doch nicht. Wieso immer um eins daneben? Das gibt's doch nicht. Schon wieder um eins daneben, Leute. Aber wieso? Das ist ja richtig gemein. Das war nichts. Um eins daneben. Okay, Leute, letzte Runde. Wir spielen jetzt so lange, bis wir einmal verloren haben. Was auch schon passiert ist. Tja, wir haben 150 Münzen verspielt, Leute. Es war jetzt nicht so gut. Es war eine totale Niederlage. Na gut. Dann sehen wir uns morgen wieder in der roten Edition und übermorgen wieder hier in der blauen Edition. Ciao!